Manfred von Ardenne, zweite Fassung, die Fernsehröhre, das Raster-Elektronenmikroskop und vieles andere mehr. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Bei vielen von uns Deutschen mangelt es heute an Selbstbewusstsein und positivem Selbstwert. Ich will in diesen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen, die wenig bekannt ist und heute wenig gepflegt wird. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Herausragend begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben unglaublich viel zum Weltkulturerbe beigetragen und allen geholfen. Ich stelle über 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler und Techniker vor, mit ihrer Biografie, ihrem Werk und dessen Folgen. Ich möchte außerdem Wissen über Naturwissenschaften und Technik näher bringen. Hier ist die Übersicht über alle Persönlichkeiten und ihre Werke in alphabetischer Reihenfolge. Eine ausführliche Einleitung mit einer Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel behandelt die Biografie von Manfred von Ardenne und gleichzeitig seine Arbeiten, da sie von seinem Lebenslauf nicht gut zu trennen sind. Manfred von Ardenne zur Biografie. Manfred Baron von Ardenne wurde in Hamburg am 20. Januar 1907 geboren und starb am 26. Mai 1997 in Dresden mit 90 Jahren. Er war ein deutscher Naturwissenschaftler, der in der angewandten Physik arbeitete und vor Ideen nur so sprühte. Manfred von Ardenne erhielt 600 Patente und arbeitete auf vielen Gebieten. Er entwickelte das erste elektronische Fernsehen und erfand das Rasterelektronenmikroskop. Er musste sich in vier verschiedenen gesellschaftlichen Systemen behaupten, er begründete und führte drei Forschungseinrichtungen, die in etwas veränderter Form heute noch in Dresden arbeiten. Manfred von Ardenne wurde 1907 in Hamburg geboren, als ältestes von fünf Kindern des Regierungsrates Baron Egmont von Ardenne, 1877 bis 1947, und seiner Frau Adela, geborene Mutzenbecher, 1885 bis 1978. Die stürmische Scheidungsaffäre seiner Großeltern war die Vorlage für den Roman Effi Briest von Theodor Fontane hier im Gemälde. Der Vater wurde 1913 ins Kriegsministerium versetzt und die Familie zog nach Berlin-Neukölln. Nach 2 Jahren Privatunterricht besuchte Manfred von Ardenne 3 Jahre lang das Friedrichs-Realgymnasium in Berlin-Kreuzberg. Er bastelte und experimentierte schon als Schüler mit Fotoapparaten, elektrischen Alarmanlagen sowie Rundfunktechnik und erhielt mit 15 Jahren ein erstes Patent für eine elektronische Telegraphenröhre mit 3 Systemen. Einnahmen aus seinen Patenten steckte er sofort wieder in seine Experimente. Als Hochbegabter war die Schule nichts für ihn. Manfred von Ardenne brach 1923 vorzeitig das Gymnasium ohne Abitur ab. Zusammen mit Sigmund Löwe, 1885 bis 1962, dem Mitbegründer der Radiofabrik Löwe hier im Bild, entwickelte er 1924 eine Mehrsystemröhre, eine Dreifachröhre für ein Radio, die als einer der ersten integrierten Schaltkreise IC arbeitete. Manfred von Ardenne konnte sich auch ohne Abitur durch Fürsprache von Wissenschaftlern an der Universität Berlin einschreiben und von 1925 bis 1927 Physik, Chemie und Mathematik studieren. Nach 4 Semestern brach er auch das Studium enttäuscht ab, um sich ganz seinen Forschungen zu widmen. Mit Erreichen seiner Volljährigkeit 1928 und damit der Verfügung über sein Erbe gründete Manfred von Ardenne das Forschungslaboratorium für Elektronenphysik in Berlin-Lichterfelde,
das er bis 1945 leitete. Hier ist das Gebäude im Bild zu sehen. Manfred von Ardenne entwickelte in diesem Labor die erste elektronische Bildzerlegung und Bildwiedergabe mit einer Kathodenstrahlröhre unseres Nobelpreisträgers Professor Ferdinand Braun. Siehe Kapitel 8 und hier eine der ersten Röhren im Bild. Manfred von Ardenne konnte damit die erste Fernsehübertragung am 14. Dezember 1930 durchführen. Auf der Berliner Funkausstellung 1931 zeigte er das erste elektronische Fernsehen der Welt öffentlich. So sieht er aus, der Uropa aller Fernsehgeräte, der erste vollelektronische Fernseher, von Ardenne entwickelt und von Löwe gebaut und vertrieben, 1931 vorgestellt. Der gleiche Fernseher mit seinem winzigen Monitor heute im Museum. Und das ist die komplette Anlage heute mit der Kathodenstrahlröhre links, den Verarbeitungsgeräten in der Mitte und dem Monitor rechts. Die ganze Fernsehanlage von 1931 wird hier noch einmal etwas genauer erläutert. Also, ein lichtdurchlässiges Dia- oder Filmbild, Ziffer 1, wird zeilenweise vom Elektronenstrahl einer Kathodenstrahlröhre 2 abgetastet, die sich in einem Lichtschutzgehäuse befindet. Die dabei entstehenden Helligkeitsschwankungen werden in elektrische Signale umgewandelt. Diese sehr schwachen elektrischen Signale müssen in einem Bildverstärker mit einer, Wortungetüm, Sekundärelektronenvervielfacherröhre SEV Ziffer 3 verstärkt werden, um als Bild sichtbar werden zu können. Das sogenannte Zeilengerät und das Bildkippgerät 4 und 5 bewirken, dass das zeilenweise abgetastete Bild wieder synchron im Monitor 8 erscheint. Die Netzgeräte 6 und 7 stellen die erforderlichen Betriebsspannungen bereit. Der stolze junge Erfinder mit einer verbesserten Version seiner Fernsehröhre 1933. Hier sieht man den Aufbau der Fernsehröhre von damals im Museum heute. Hier noch einmal ein Schema einer modernen Fernsehbildröhre. Modern ist relativ, inzwischen sind sie auch schon überholt durch die LED-Fernseher. Aber hier zeigt sich die Grundlage der Braunschen Kathodenstrahlröhre. Die Elektronenstrahlen 2 gehen von der Kathode 1 aus und fliegen in Richtung auf die Anode 5. Über eine Lochmaske kommen sie auf die Fluoreszenzschicht des Bildschirmes und bringen dort verschiedenfarbige Pixel zum Leuchten. Bei der Olympiade 1936 in Berlin lieferten die sogenannten Fernsehkanonen bereits die ersten Bilder für einen zunächst natürlich noch sehr kleinen Empfängerkreis. Der Kameramann im Bild ist übrigens Walter Bruch, der spätere Erfinder des PAL-Farbfernsehsystems. Manfred von Ardenne erfand und patentierte 1937 das Rasterelektronenmikroskop. Hier ist ein Aufbau im Bild. Das ist ein Instrument, welches mit einem Elektronenstrahl die Oberfläche von Objekten rasterte, also abtastete und darstellte. Das Elektronenmikroskop selber war kurz vorher, 1931, von Ernst Ruska und Max Knoll erfunden worden. Diese Animation zeigt die Funktionsweise eines Rasterelektronenmikroskops REM. Ein solches Mikroskop benötigt eine Elektronenquelle, elektromagnetische Linsen und einen elektronischen Detektor. Anstelle von Licht wird ein Elektronenstrahl ausgesendet, dieser wird dann beschleunigt und durch die elektromagnetischen Linsen fokussiert auf eine Probe. Die Probe emittiert nun sekundäre Elektronen an ihrer Oberfläche durch Interaktion mit dem Elektronenstrahl. Diese Elektronen können dann detektiert festgestellt werden. Die Anzahl der so festgestellten Elektronen hängt von den Strukturen auf der Oberfläche der Probe ab. Der Strahl tastet, rastert, also zeilenweise die Oberfläche der Probe ab und die Anzahl der emittierten Elektronen zeigt die Topographie der Oberfläche an.
Außerdem kann der Elektronenstrahl mit Atomen aus der Probe interagieren, diese ionisieren und sogar Röntgenstrahlen erzeugen. Die Art der Röntgenstrahlung hängt von der chemischen Zusammensetzung der Probe ab. Hierdurch kann man die chemische Natur und die Elementzusammensetzung des Materials feststellen. Es gibt noch weitere Arten von Interaktionen zwischen dem Strahl und der Oberfläche der Probe für andere zusätzliche Analysen. Zusammenfassend ermöglicht die Rasterelektronenmikroskopie eine vergrößerte Darstellung der Probenoberfläche, auch von dicken Proben, und eine Analyse ihrer chemischen Zusammensetzung. Hier zum Beispiel ein interessantes Rasterelektronenmikroskopie-Bild von den Spaltöffnungen auf der Unterseite eines Blattes, die sonst unsichtbar sind und zum Gasaustausch dienen. Hier eine weitere schöne REM-Aufnahme, eine mit Gold überzogene Spinne, in diesem Falle aus Australien. Dazu muss man wissen, dass die Untersuchungen im Rasterelektronenmikroskop im Vakuum stattfinden und zur besseren Darstellung die Oberfläche von Objekten mit einer dünnen Edelmetallschicht versehen werden können. In der Rasterelektronenmikroskopie sind inzwischen auch 3D-Darstellungen und Animationen möglich, wie hier bei diesem winzigen Fossil. In der Zeit des Nationalsozialismus baute Manfred von Ardenne Teilchenbeschleuniger, darunter auch ein 60 Tonnen Zyklotron. Hier im Bild der Erfinder des Zyklotrons, der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger von 1939, Professor Ernest Orlando Lawrence, 1901 bis 1958, mit seinem Gerät in Kalifornien. Das Berliner Zyklotron ging allerdings bis Kriegsende nicht in Betrieb wegen mehrerer Verzögerungen, zuletzt noch durch eine Bombardierung 1944. Manfred von Ardenne beschäftigte sich mit der Isotopentrennung, unter anderem von Lithium. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zum Zyklotron. Ein Zyklotron ist ein ringförmiger Beschleuniger von geladenen Elementarteilchen. Das klassische Zyklotron nach dem amerikanischen Nobelpreisträger Ernest Lawrence besteht aus einem großen Elektromagneten, hier ein Beispiel im Bild, mit einem homogenen und konstantem Feld und einer flachen, runden Vakuumkammer zwischen den Magnetpolen. Im Inneren dieser Vakuumkammer befinden sich die sogenannten Duanten, hier im Bild. Das sind zwei hohle, halbkreisförmige, an ihrer geraden Seite offene Metallelektroden. Wegen ihrer D-förmigen Gestalt werden sie im Englischen auch Ds genannt. Im Zentrum befindet sich eine Ionenquelle. Die Duanten sind Teil eines Hochfrequenzschwingkreises. In dem Spalt zwischen ihnen bildet sich rechtwinklig zum Magnetfeld ein elektrisches Wechselfeld. Dieses beschleunigt jeweils ein Ionenpaket abwechselnd in einen der beiden Duanten hinein. Die Ionen beschreiben im Inneren der Duanten Kreisbögen unter der Einwirkung der Lorentzkraft des Magnetfeldes, benannt nach dem holländischen Physiker und Nobelpreisträger von 1902, Hendrik Antoon Lorentz, 1853 bis 1928. Bei geeignet gewählter Frequenz der oszillierenden hochfrequenten Wechselspannung, anfangs zum Beispiel 13.000 Volt und 12 Megahertz, erreichen die Ionen nach einer vollen Periode der Spannung den Spalt wieder und werden dort weiter beschleunigt. Wegen des Geschwindigkeitszuwachses im Beschleunigungsspalt ist der Radius des jeweils nächsten Kreisbogens etwas größer. Das ergibt insgesamt die spiralartige Bahn. Am äußeren Rand der Kammer gibt es meist eine Ablenkelektrode, ein sogenanntes Septum. Diese lenkt den Teilchenstrahl durch eine Lücke in den Duanten auf ein außerhalb liegendes Ziel, das Target. Manfred von Ardenne beteiligte sich nicht an der Entwicklung einer deutschen Atombombe. Er führte allerdings theoretische Studien im Vorfeld einer Plutoniumbombe durch. Die Entwicklung der deutschen Atombombe unter dem Namen Uranprojekt des Heereswaffenamtes wurde von der Arbeitsgruppe um Werner Heisenberg betrieben,
siehe Kapitel 26 und hier im Bild. Ob diese Arbeiten die Gruppe überforderten, wie die konkurrierenden Amerikaner behaupten, oder ob die Kernphysiker die Entwicklung der Bombe bewusst verzögerten, wie Heisenberg angab, ist historisch nicht sicher geklärt. Entgegen dem Völkerrecht wurden deutsche Wissenschaftler nach dem Kriege von den Siegermächten gefangen genommen und zur Arbeit eingesetzt. Am 10. Mai 1945 musste Manfred von Ardenne einen Antrag auf Zusammenarbeit mit der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften stellen. Sein gesamtes Labor wurde nach Sochumi am Schwarzen Meer im heutigen Georgien verfrachtet. Hier ein idyllisches Bild von heute. Damals war trotz einiger Privilegien sein Institut A von Stacheldraht umgeben. Von Ardenne musste bis 1954 gemeinsam mit vielen anderen deutschen Technikern und Wissenschaftlern, 1949 gab es in seinem Institut 300 Deutsche, also an der Entwicklung der sowjetischen Atombombe mitarbeiten. Sein Verfahren zur elektromagnetischen Trennung von Uranisotopen brachte den Russen Vorteile gegenüber den Amerikanern im Wettrüsten zur Wasserstoffbombe. 1948 konstruierte Manfred von Ardenne eine Duoplasmatron-Ionenquelle zur Erzeugung starker Ionenströme für den Einsatz in Teilchenbeschleunigern, aber auch in Raketen mit Ionenantrieb. Von der NASA in der Raumsonde Deep Space One, erstmals 1998 erfolgreich getestet, hier im Bild. Nach der endlich möglichen Rückkehr aus der Sowjetunion 1954 baute Manfred von Ardenne mit dem Geld, das er zusammen mit dem Stalin-Preis für seine Arbeit in der UdSSR erhalten hatte, in dem prominenten Wohnviertel Weißer Hirsch in Dresden ein Institut für anwendungsorientierte, industrienahe Forschung auf. Es war mit 500 Mitarbeitern das größte privatwirtschaftliche Forschungsinstitut im gesamten Ostblock. Sein Stellvertreter war der bekannte Physiker Siegfried Schiller, der allerdings auch inoffizieller Stasi-Mitarbeiter war. 1956 wurde Manfred von Ardenne zum Honorarprofessor für Kerntechnik an der TH Dresden ernannt. Nach einer Anregung durch den deutschen Biochemiker und Nobelpreisträger Professor Otto Warburg 1959, hier im Bild im Jahr des Nobelpreises 1931, wandte Manfred von Ardenne sein Interesse in den 1960er Jahren medizinischen Fragestellungen zu. Er entwickelte die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, die die Vitalität von Zellen verbessern sollte, und die systemische Krebs-Mehrschritt-Therapie, bei der Krebs durch Hyperthermie, also Überwärmung, Sauerstoffzufuhr und Glukosegabe bekämpft werden sollte. Die Methoden haben durchaus sinnvolle theoretische Hintergründe, ihre Wirksamkeit ist allerdings bis heute nicht bewiesen. Vermutlich wurde erheblicher Druck auf Manfred von Ardenne ausgeübt, dennoch ist er nicht in die SED eingetreten. Er war wenigstens Mitglied des sogenannten Kulturbundes der DDR und von 1963 bis 1990 in dieser Fraktion langjähriger Abgeordneter der Volkskammer. Der Kulturbund war eine formal unabhängige, tatsächlich aber von der SED gelenkte Organisation, in der besonders Künstler, Heimatforscher und Wissenschaftler eine Nische suchten. Hier ein interessantes Zeitdokument. Gut zwei Wochen vor dem Mauerfall. Die Beteiligten werden schon den Wind der Veränderungen spüren. Links Manfred von Ardenne als parteiloser Abgeordneter der Volkskammer der DDR, als Mitglied der Kulturbundfraktion in der Mitte, der damalige Gesundheitsminister der DDR und rechts unser bekannter Altkommunist Schabowski, Bezirksleiter von Ostberlin. Mit der deutschen Wiedervereinigung kam das vierte, erneut völlig andere gesellschaftliche System, in dem sich Manfred von Ardenne erneut behaupten musste, hier bei einem Besuch des
Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Lothar Späth in Dresden. So konnten endlich die klugen Köpfe aus Schwaben und Sachsen wieder zusammenkommen. Manfred von Ardenne musste sich nach dem Ende der DDR anpassen und sein Institut 1990 teilen, wegen ernster wirtschaftlicher Probleme in der Wendezeit, in das Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik und die Firma von Ardenne Anlagentechnik. Sein Sohn Alexander von Ardenne führt das Institut für angewandte medizinische Forschung. Als Liebhaber der Astronomie baute er 1956 für alle die Volkssternwarte Manfred von Ardenne in Dresden und 1966 neben seinem Wohnschloss am Elbhang ein modernes astronomisches Observatorium hier im Bild. Manfred von Ardenne erhielt zu Lebzeiten und nach seinem Tod zahlreiche Ehrungen und Würdigungen. 1989 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Dresden ernannt. Manfred von Ardenne war seit 1938 verheiratet mit Bettina Bergengrün, einer Nichte des Schriftstellers Werner Bergengrün. Sie hatten 4 Kinder und 8 Enkel. Seinen 90. Geburtstag feierte er noch mit 3 Urenkeln. Am 26. Mai 1997 verstarb Manfred von Ardenne in Dresden. Das Ehepaar ist auf dem Waldfriedhof Weißer Hirsch bei Dresden begraben. Hier die Grabanlage im Bild. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Ingenieurwissen und Naturwissenschaften möge unseren Horizont über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Selbstbewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich, wie Manfred von Ardenne, genial und weitsichtig gezeigt haben und der Wissenschaft viel geholfen haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen diese Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.